Okay, dann jetzt euer Augenblick. Oh, ja, Mensch, herzlich willkommen zurück. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass jetzt hier noch geklatscht wird nach der Pause. Wunderbar, schön. Herzlich willkommen bei unserer kleinen Weihnachtsfeier 2014. Best of Lesebühne Cottbus. Heute mit dabei, ihr habt sie schon erlebt, es werden auch nicht mehr. In der zweiten Runde hören wir zuerst den kleinen, süßen Mathis Rau. Eine kleine Raupe. Und dann Udo. Udo Tiffert. Der Umweltdichter. Und dann sage ich nicht noch wer. Jetzt fangen wir an, aber mit... Naja, weißt du, das ist ein bisschen, für mich ist das ein emotionaler Moment. Ich war halt bei allen dabei und ich finde es so groß, dass du heute die zweite Runde eröffnest mit deinen Texten. Es gefällt mir gut und ich freue mich, dass das so gelaufen ist. Mathis Rau! So. Es wäre alles doppelt so witzig, wenn ich nicht für diesen Mann arbeiten würde. Dann habe ich das bis jetzt falsch interpretiert. Also ich würde mit einem von zwei Texten anfangen. Das verbindende Element beider Texte ist, dass mein Lieblingsdönermann da drin vorkommt. Bei dem einen könnte ich sagen, es geht um Fußball und es wäre gelogen. Bei dem anderen könnte ich sagen, es geht um Hitler und es wäre gelogen. Wollt ihr den mit dem Fußball oder den mit Hitler? Fußball. Okay. Was denn nun? Mal alle, die für Hitler sind, die Hand, das versteht man falsch. Mal alle, die für Fußball sind. Mal alle, die für Fußball sind, die Hand heben, bitte. Okay, die meisten sind für Hitler. Vom Fisch, der in die Wüste zog. Scheiße, Justine, jetzt mach endlich die verdammte Tür auf, schreie ich, während ich mir die Knochen blutig klopfe. Ich höre doch, dass du da bist. Man hat hier überhaupt keine Privatsphäre mehr, bellt es von drinnen, ungedämmt durch die Presspappe, die, wenn sie mal groß ist, meine Eingangstür werden will. Dann schwingt diese auf. Im Türrahmen steht ein großer, dunkelbraun, mahagonihäutiger Mann in Bermudas, Flipflops und Hawaii-Hemd. Seine Lippen sind so dick wie Bananen und ehe ich mitbekomme, dass die mächtige Wölbung in seiner Hose nur ein Iso-Getränk ist, vergeht eine Weile. Makumba nimmt mich nur peripher wahr, dreht sich zu Justine und sagt, ich mach einen Abgang, wa? Mit einem freundlichen Jo, Nigga, verabschiedet er sich von mir ins Treppenhaus. Mein verwirrtes Watt und Justines, wir benutzen keine Schimpfwörter, hallen ihm nach. Wieder einer dieser Tage, an denen man sich fragt, warum man die Miete für einen Knackarsch bezahlt, den anderen danach. Egal. Wenn du Herrenbesuch hast, dann schreib mir doch eine SMS, sag ich und schließe die Tür. Sag mal, was denkst denn du von mir? Justine lehnt in ihrer Streitpose mit beiden Ellenbogen auf der Balkonbrüstung auf, die Arme aufgefächert, Finger kampflustig gespreizt, als wollte sie sagen, na versuch da mal wieder rauszukommen. Dann quittiert sie mein Schweigen mit einem, na versuch da mal wieder rauszukommen. In letzter Zeit häufen sich die Situationen, aus denen ich mal wieder rauskommen darf, ohne genau zu wissen, wie ich eigentlich reingekommen bin. Ich hab doch nicht mal was Unflätiges gesagt, nur dass du Herrenbesuch hast. Du hattest doch Herrenbesuch, was ist denn daran jetzt schon wieder falsch? Jetzt geht es schon so weit, dass wir uns für die Dinge entschuldigen müssen, die wir denken, wobei es ja noch nicht mal abwegig wäre, hier eine mediterrane Romanze zu vermuten. Sie zieht einen Flunsch. Meinen Herrenbesuch habe ich in einem Suche-Finde-Forum kennengelernt, für Integration. Ich bringe ihm Business-Deutsch bei und deutsche Geschichte. Ein Blick auf den Schreibtisch streift über mein altes Geschichtsbuch, was aufgeschlagen im Raum liegt. Warum fehlt Hitler eigentlich ein Bein? Ja, ich meinte, er soll sich wenigstens die Daten von Machtergreifung und Kriegsbeginn aufschreiben. Ist doch peinlich, wenn man das nicht weiß. Da hat er sich einen Zettel abgerupft. Mit dem Falten ihrer Hände wechselt die Pose von ich zick dich an auf bitte sei mein Freund. Dann sagt sie, tut mir leid mit deinem Buch. Ich fasse zusammen, du triffst dich in meiner Wohnung, mit meinem Kongonesen was von Hitler vorzulesen, war das richtig? Nein,
Otto ist Berliner, seine Schulbildung ist nicht die beste und er möchte Businessdeutsch lernen und deutsche Geschichte, weil er sich qualifizieren will für eine Lehre in Bürokommunikation hier in Cottbus. Na, da hat Otto ja ein Ziel. Also sitzt in meiner Wohnung jetzt regelmäßig eine Griechin, die einem deutschen Schwarzen was über Hitler vorliest, damit der sich in seinem eigenen Land integrieren kann. Justine nickt. Ottos Eltern sind Afrikaner, die vor fast 30 Jahren hierher gekommen sind. Sie haben mittlerweile deutsche Pässe, sprechen aber nicht sehr gut. Weil Otto jetzt erkannt hat, dass zum guter Bürger sein nicht ausreicht, wenn man Hip-Hop hört, hat er halt dieses Forum gesucht und dort nach Leuten gesucht, die seine Rhetorik ein bisschen aufbügeln. Und jetzt pendelt er von Berlin nach Cottbus wegen einer Deutschnachhilfe. Sie schüttelt den Kopf. Er ist vor 2 Wochen nach Sachsendorf gezogen, Berlin war ihm zu doof. Nicht deutsch, immer die ganzen Thorsteiner Brustbeutel tragenden Halbslaven. Da ist was dran. Reinrassigkeit in einer Grenzregion auf dem Gebiet einer slawischen nationalen Minderheit mit einer Universität mit hohem Ausländeranteil. Das geht nur, wenn man komplett auf Fortpflanzung verzichtet. Aber ob das Leute verstehen, die sich für Arier halten, obwohl sie Kontrakt plus Letniak und Prispieler heißen? Ich könnte Kassler machen und Berliner Weiße, dann laden wir Otto ein und er fühlt sich willkommen. Auch fein, jaucht Justine über meinen positiven Rassismus erfreut. Hätte ich jetzt gesagt, ich kaufe Bananen, hätte sie wieder gemeckert. Aber er ist Vegetarier, vielleicht gehen wir einfach zu Mesut und essen Halloumi-Döner. Na klar, das ist doch eine gute Idee, bei Mesut setzen wir uns dann hin und ach nee, erstmal stellen wir uns an. Ich habe die Situation noch gar nicht richtig zu Ende gedacht, da hat sie Otto angerufen, die Sonne ist gesunken, wir stehen bei Mesut in der Schlange. Ich kenne ja so eine Halloumi mit scharfer Soße, sagt Otto zu Mesuts irritiertem kleinen Kollegen, dessen Vokabular die Speisekarte und die Salatauslage umfassen. Während Justine weiter darüber diskutiert, wie es eigentlich sein kann, dass man in Lübben einen Gyros-Döner bekommt und in einer Großstadt wie Cottbus nicht und ob sie nicht wenigstens Oliven zum Halloumi haben kann. Dann könnte man vielleicht meinen, die Griechen, die Gyros sucht, sei ein abgedroschenes Bild, aber Heimat ist dort, wo es schmeckt wie in der Kindheit, da hat er schon recht daran, Niki. Ich erinnere mich gut daran, wie Justine und ich in Tokio standen. Neben der Station Nihonbashi steht ein Dönerrollwagen. Wenn man da hingeht und komplett mit Kräutersoße möchte, lacht der Verkäufer und meint, dass die Japaner sowas nicht essen. Döner gibt's in Tokio nur mit so einer süß-sauer-scharfen Geschmacksexplosion. Eine Kulturbarriere, die auch ein in Essen geborener Sohn türkischer Gastarbeiter, der eine japanisch-koreanisch gemischte Japanerin geheiratet hat, nicht überbrücken kann. Verrückt, wenn einem die Globalisierung quasi selbst einen Döner verkauft. Auch wenn das im Mesuts Fall ja nicht wirklich was anderes ist. Was ist denn Ditte? Fragt Otto etwas ungläubig auf seinem Fladenbrot starren. Ditte, sagt Justine, ist aus verständlichen Gründen das Einzige, was gebürtige Cottbusser vermissen, wenn sie erwachsen werden und gezwungen sind, nach Berlin zu ziehen. Cottbusser Döner. Dann essen wir. Zumindest bis die Tür aufgeht und uns die Präsenz zweier junger Männer ganz gefangen nimmt. Döner, mein Freund? Fragt Mesut. Ich esse gerne Döner, sagt der Längere von beiden und dreht sich dabei um. Aber in der Türkei. Ich hätte gerne Pommes. Sein etwas zerrissener feldgrauer Eastpark-Rucksack ist mit NS-Runen-Freiwild-Schriftzügen und Todesstrafe für Kinderschänder-Parolen aufgepäppelt. Mensch, Kontakt, lass den, will sein Kumpel anfangen. Mesut unterbrecht ihn freundlich. Ja, mein Freund kann den Döner essen, wo er will. Ketchup oder Mayo? Mayo, bitte, sagt Kontakt. Schönen Tag noch. Otto ist irritiert. Wenn Hitler das gewusst hätte, hätte das mal seine Fans werden. Der hat am 30. Januar 33 Jahre nicht gemacht. Was hat er denn gemacht, frage ich Justine Luke geschockt über ihren Döner. Echt jetzt? Machtergreifung, meint Otto, wusste ich vorher auch nicht. Unsere Griechin schüttelt den Kopf. Meine Güte, Jungs, aber was erwartet man auch von 2 Angehörigen eines Volkes, das seine eigene Geschäftssprache als Businessdeutsch an die Leute bringt? Danke. Es gibt in Cottbus eine tolle Band, die hat auch einen Namen. Die heißen Träumer und Menschen. Schon mal gehört, schon mal gesehen, schon mal YouTube-Videos genossen. Träumer und Menschen, live, ja, wunderbar. Träumer und Menschen haben jetzt eine neue CD rausgebracht. Dann habe ich ein Plakat gesehen, da stand was ganz Trauriges drunter. Da stand Träumer und Menschen, das neue Album, out now. Das ist schade. Gerade rausgekommen. Und dann schon out. Ein Gedicht und dann eine Reifo-Geschichte.
die uns begleitet hat, jetzt hier wieder über das Jahr 2014. Den Ralfo schleppe ich ja schon seit 12 oder so. Und ich hatte, nachdem ich die erste Geschichte, Ralfo-Geschichte geschrieben habe und die Menschen sich gefreut haben darüber, habe ich ihn gleich getötet in der zweiten Geschichte. In der zweiten Geschichte ist er eigentlich sofort gestorben, hat sich erhangen. Und dann haben wir doch weitergemacht. Und das zieht sich jetzt und er lebt und lebt und lebt und springt von einem Fettnäpfchen ins andere. Aber erstmal ein Gedicht. Jetzt habe ich es verblättert. Das ist mir nicht so schlimm. Es kommt gleich wieder. Auch ein Thema 2014, vielleicht für euch auch. Für alle ab und an. Das heißt Steine. In Klammern, stop fucking my heart. Drück ab und ziele auf mein Herz. Ich brauche es nicht mehr. Ich laufe nicht weg, ich bleibe stehen. Ich brauche es nicht mehr. Das dumme Ding, das sich verschenkt, als wäre es nichts wert. Ein hoffendes, ein glaubendes, ein liebendes. Knallt endlich ab. Und steck mir in das Loch den Stein, den alle haben. Den Angeber, den Aufgeber, den Feigling, den Deserteur, das Ego-Fähnchen. Steck's mir rein, als wäre ich der Mond. Wie kann ich sonst den Mund vergessen? Die Hand, das Auge und dein Haar in mein Kissen. Das Meer, die Hitze, die Geschichten. Das Klingen, Singen, Riechen, Schmecken, wie? Das Klingen. Die Treppen, die du triffst mit deinen Füßen. Und ich schon wartend auf der Schwelle, warten auf dich, immer warten auf dich. Und dass du den Blick hebst und dass ich mich daran wiederfinde, sicher und zu Hause bin, geliebt bin und liebe. Drück ab. Und bitte triff genau. Und ende ein für alle Mal das feuchte Pumpen, das vom Hals sich aufwärts in die Augen schiebt. Nur so kann ich leben. Nur so kann ich am Leben bleiben ohne dich. Steinern und zuversichtlich in die Zukunft blicken, ein paar traurige Gedichte schreiben, sie läuten und an Nasen reiben, am Leben bleiben. Leben bleiben, Stein sein. Augenreibend, bitterzart, treibst du deinen Keil. Try to break a broken heart. Siehst du, ich bin heil. Sind Karate. Falsch. Der Ralfo und das sind Karate. Hi. Previously on Ralfo. Der Ralfo hatte sich hingesetzt, die Knie an die Brust gezogen und Mund und Nase auf sie abgelegt. Es wird kalt, kälter, dunkler. Ralfo sitzt in einem blauen Schuppen und schaut durch das Loch im Dach die Sterne an, die außer ihm vielleicht noch die Anna sieht, wenn sie auf dem Rückweg ist, um ihn zu holen. Um gleich wieder da zu sein, um von da an zu bleiben. Da bleiben, weil man zu zweit das hier alles ertragen kann. Es ist finstere Nacht, als Ralfo durch ein dumpfes Poltern aus flachem Schlaf gerissen wird. Noch immer ruhen Mund und Nase zwischen Knien, die Arme fest zusammenhalten. Wie spät es sein mochte? Was war das für ein Geräusch? Vielleicht ein Tier? Möglicherweise das schnarchende Pferd, das endlich ausgepennt hatte? Oder noch was Gefährlicheres? Eine Giraffe. War erst mal auszuschließen. Aber vielleicht ein Wolf. Anders als Giraffen wurden Wölfe gesichtet in der Gegend. Gar nicht so lange her. Ein unbescholtener Anwohner führte wie jeden Tag seinen Teacup-Pick, ein Minischwein, spazieren. Als aus dem Dickicht nach Aussage des zitternden Bürgers 4 mannshohe Wölfe auftauchten und das ungleiche Paar umstellten. Der Spaziergänger konnte nur unter Tränen und Kusch, Kusch rufen zusehen, wie ihm der quiekende Partnerersatz bestialisch von alleine gefressen wurde. Ihm selbst war zum Glück nichts geschehen, da er geistesgegenwärtig mit den Armen rudernd in der Luft, ruderte und die Tiere mit der nun schweinslosen Leine zu peitschen begann. Dabei riss er sich rasch die Kleider vom Leib, weil er der Meinung war, irgendwo gelesen zu haben, man könne nackt unter Wölfen überleben.
Er musste sich aber von nun an von Seiten seiner Nachbarn den Vorwurf gefallen lassen, die Tiere angefüttert zu haben. Jetzt wird's aktuell politisch. Seit diesem Vorfall fordert das Aktionsbündnis die national Betroffenen mit markigen Sprüchen in seinem Parteiprogramm und auf Wahlplakaten: Wölfe raus aus der Mark! Nichts ist so schlimm wie Isegrim! Ans Messer mit den Kreidefresser! Leute, es ist 5 vor 12, killt die Welpen aller Wölfe! Oder euer Tierschutz ist uns Schnuppe, der Wolf kommt in die Käsesuppe! Blockbuster wie The Wolf of the Wall Street, der mit dem Wolf tanzt, oder Volver floppten bitter. Aha, Klassiker wie Cry Wolf wurden wütend ausgestellt, flogen aus den Radiorotationen, und ein Wolfsheim-Konzert wurde trotz Peter Heppners Tränen kurzfristig abgesagt. Jugendliche durften sich nun nicht mehr mit Hermann Hesses Steppenwolf auf dem Schulklo erwischen lassen, und Biermann wurde in die Schweiz ausgebürgert. Das war gar nicht so leicht und ist eine andere Geschichte. Im Sprachgebrauch wurde das Mobbing durch das sogenannte Wolfen ersetzt. Benutzte man umgangssprachliche Gleichnisse wie sich ein Wolf rennen oder ich brat mir einen Wolf, wurden die Nasen gerümpft, und auch bei Mozart tat man besser daran, es bei seinem Nachnamen zu belassen. Das Grimmsche Märchen erlebte eine augenreibende Renaissance auf allen Theaterbühnen des Landes, und der Deutsche Filmpreis ging an ein Machwerk mit dem Titel Wolf süß. Aber wozu sollten die an den Schuppen klopfen mitten in der Nacht? Der Wolf an sich ist ein scheues Tier, und die national Betroffenen dumm wie 100 Meter Feldweg. Es konnte nur die Anna sein. Das musste sie sein. Sie hatte ihn nicht vergessen. Sicher würde Anna Fackinger plausibel erklären können, weshalb sie sich so sehr verspätet hatte. Und wenn schon, der Ralfur würde nicht kleinlich sein. Krümelkackrigkeit konnte der Ralfur auf den Tod nicht leiden. Eine Eigenschaft, die er besonders bei Mirko, dem klopsdoofen Sesselfurzer, nicht ausstehen konnte. Der Mirko, das Kastanienhirn, war der König der Korinthenkacker, der Kanzler der Erbsenzinger, ein Meister der Haarspalterei oder, wie der Schweizer laut Biermann sagt, ein Tüpfli-Schisser vor dem Herrn. Der Ralfo würde es nicht thematisieren. Der Ralfo würde der Anna keine Vorwürfe machen. Er würde auch nicht sagen, wie kalt ihm wirklich war und dass er Angst hatte. Wichtig und einzig relevant war ihre Anwesenheit. Sie war zurückgekommen, stand vor der Tür, um ihn zu holen und von da an zu bleiben. 100 kleine Raufaser-Tapeten-Sauereien spazieren dem Ralfo durch die unterkühlten Windungen. Vielleicht ist sogar ein Kuss drin, dachte er lüstern. Wenigstens ihre Hand will er noch mal halten heute Nacht. Weiche Ziele. Für einen richtigen Zungenkuss ist der Spelz auf seiner Zunge durch den Schlaf sowieso zu vielschichtig. Er müsste sich vorher die Zähne putzen oder wenigstens sein Kaugummi essen. Es poltert ein zweites Mal. Anna? Ruft der Ralfo unsicher gegen die Schuppentür. Ralfo. Ralfo-san. Bist du da drin, Junge? Antwortet ihm eine Männerstimme, die ihm mehr als vertraut ist. Der Ralfo steht stramm und schlägt sich den Dreck von der Korthose. Vadern? Junge, mach die Tür auf. Tönt die Stimme in die Nacht. Er öffnet vorsichtig die Schuppentür und im Hinterlicht des Vollmondes, breitbeinig, die Fäuste in die Hüften gestemmt, steht in all seiner Vollkommenheit und im tiefen Einklang mit sich selbst Ralfos Vater, Shaki Latoya Brommer. Shaki Latoya Brommer heißt eigentlich Sven, wird aber von allen nur Shaki gerufen. Shaki, ein Local Hero, leitet ein kleines Zen-Karate-Dojo am Stadtrand und hat seinen Spitznamen, seiner mörderischen Rechten und seiner puppenhaften Ausdruckslosigkeit im Kampf zu verdanken. Den Zweitnamen Latoya hat er sich unglücklicherweise
aus tiefster Verehrung für Tony LaToya aus Michigan, sechsfacher Karate-Weltmeister und Kampfjet-Pilot, selbst verliehen. Schon als junger Mann litt Chucky unter kreisrundem Haarausfall und so sprießen zwischen der kahlen Kopfhaut einzelne Haarbüschel wie kleine Inseln auf einer Landkarte. Bei der Armee wurde Chucky deshalb immer nur Globus genannt. Wenn man sich mit dem Oral 375D verfahren hatte, wurde Chucky der Helm vom Kopf genommen, um zu schauen, wo man sich befindet. Und wer jetzt glaubt, Chucky könne mit dieser Art von bösen Scherzen nicht umgehen, irrt. Immerhin gilt er als Erfinder der Schildkröte, wobei der Rekrut mit Helm an Ellbogen und Knien per Arschtritt über den frisch gebohnerten Gang geschickt wird. Ralfus Mutter und Chucky lernten sich zu einer Zeit kennen, als freitags in einer Kartoffelkiste noch Tanz war und der Laden die erste Adresse in der Stadt gewesen ist. Jede brennende Kerze erlischt im Windzug seiner Faust. Verdammt, was machst denn du hier? Ich könnte dich das gleiche fragen, Ralfus San. Die Mutter hat sich Sorgen gemacht und ich hab dich gesucht. Na, aber wie hast du mich gefunden jetzt hier? Chucky LaToya Brommer setzt sich nieder in den Kniesitz, den sogenannten Lotus- bzw. Halb-Lotus-Sitz, und deutet Ralfo, es ihm gleich zu tun. Der Ralfo hat so durchgefrorene Knochen, dass es zweimal so heftig knackt, dass aus einem Baum ein schlaftrunkener Vogel aus dem Nest kippt, ins Unterholz kracht, sich schüttelt und verwirrt in mehrere Richtungen davonfliegt. Ralfo San, Junge, ich finde dich, wo immer du bist. Und jetzt sitze mit mir. Sazen. Das stille Sitzen in Versunkenheit wird dich von den zwanghaften Gedanken deines Alltags befreien. Atme und lass die Lebensenergie. Papa, mir ist schweinekalt jetzt hier. Können wir nicht einfach gehen? Nicht bevor du mir sagst, wie du an diesen Ort gelangt bist. Oha, wie ich gelangt bin, wie ich hergelangt bin. Mann, Vater, es ist mir echt peinlich vor dir hier, die ganze Situation. Alles Dasein ist vergänglich. Es gibt nichts, woran man sich festhalten könnte. Die Dinge sind, wie sie sind. Dahinziehende Wolken, Ralfus Han, die nichts anderes können, als sich irgendwann aufzulösen. Du kannst alles sagen, dir muss nichts unangenehm sein. Mann... Gibt's keine Ruhe jetzt hier, oder wie? Lerne, dich selbst zu erkennen. Dringe vor auf den Grund. Lerne, die Wirklichkeit so zu sehen, wie sie ist. Junge! Oh, bitte, sprich vernünftig, Papa. Kann sich ja keiner anhören hier, dein Fukushima-Dings. Du sagst mir, dass was los ist, oder ich drehe dir den Arm um. Oh Mann. Also gut, Kurzfassung. In der Schule gibt's ein Mädchen, Anna. Anna Fackinger. Ja, haha, Vater, soll ich jetzt erzählen oder nicht oder was? Fahr fort. Naja, also die Anna mag ich und ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Und da habe ich die Oma gefragt und die hat gesagt, ich soll einen Brief schreiben oder ein Gedicht oder beides und ich soll es der Anna geben, aber wenn keiner dabei ist. Ich so, Schüssi, und die Oma, hallo. Kennst du ja. Und das habe ich dann gemacht. Nach dem Schwimmunterricht heute. Hat auch gut geklappt. Wäre da nicht diese Hodengeschichte passiert. Ja, Papa, ich bin vom Fünfer runter und da sind mir die Eier um die Ohren geflogen. Ja, vor allem. Ich kann auch aufhören. Fahr fort. Naja. Und dann haben mir der beschwerte Hansen und der Marlon die affige Schmalzlocke mein Essengeld abgezockt. Haben mir gesagt, das ist Sackgeld. Das ist wie so eine Art Strafgeld oder Gebühr, wenn man den Sack des anderen sieht. Und trotzdem habe ich der Anna das Gedicht vorgelesen und es hat ihr gefallen, glaube ich. Und wir sind dann zusammen los, spazieren und so. Und irgendwann haben uns dann die fette Samantha, der Marlon und der Hansen verfolgt. Die wollten mir auf die Fresse hauen. Und die Anna hat mich beschützt. Oh Mann, Papa, ich sag gleich nichts mehr. Ehrlich, das reicht jetzt. Bitte entschuldigen. Verform. Naja, und dann sind wir weggerannt. Und die Anna kannte diesen Schuppen hier rechts im Bild und hat gesagt, ich soll mich hier verstecken und auf sie warten. Und da habe ich gewartet und bin ich eingeschlafen irgendwie. Und dann bist du plötzlich hier in die Geschichte aufgetaucht.
Ich bin so wütend auf die Schweine, die versorgen ja alles mit der Anna und so. Ich würde denen die Fresse polieren. Die Kraft, mein Junge, liegt nicht im harten Schlag, sondern in der tiefen Erkenntnis. Ich werde dir zu dieser Erkenntnis verhelfen. Jetzt lass uns das Stille sitzen in Versunkenheit trainieren. Sazen. Mann, Papa, mir ist arschkalt hier draußen. Können wir nicht zu Hause versinken? Ja, ist irgendwie ein Wort. Lass uns gehen. Chucky, Latoya, Brommer und der Ralfo machen sich gemeinsam auf den Heimweg. Unter ihren Füßen teilt sich das Unterholz und über ihren Köpfen kichern die Sterne. Im Mondlicht durchstreifen strahlend gelbe Augen den Waldrand auf leisen Sohlen. Kleine Atemwölkchen vor der feuchten Schnauze. Vielen Dank. So. Und das war die Lesebühne 2014 Best of hier im Dezember. Mit dabei, Matthias Rau.